Und damals war Toys R Us schon die Nummer 1. Und ich war zutiefst beeindruckt. Das war für Deutschland eigentlich unvorstellbar. Das waren zu der Zeit die großen Möbelgeschäfte. Hab Höhen und Tiefen erlebt, also große Erfolge, aber auch tiefste Tiefen, dass ich zwischendurch mal alles verloren hatte. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe zum Podcast Gründerstories, erfolgreiche Unternehmer und Experten. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier, nämlich Wilfried Franz. Und ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast. Heute ist in Berlin ja Feiertag und du hast dich trotzdem entschieden, deine Erfahrungen, deine Erkenntnisse und Erlebnisse mit uns zu teilen. Und vielleicht, ja, sag uns einfach mal in ein paar Worten oder in den Worten, die angemessen sind, wer du genau bist, was du alles erlebt hast und was dich motiviert hat, auch Unternehmer zu sein. Mein Name ist Wilfried Franz, ich bin mit Leib und Seele Unternehmer, habe Höhen und Tiefen erlebt, also große Erfolge, aber auch tiefste Tiefen, dass ich zwischendurch mal alles verloren hatte. Bin Jahrgang 1951, verheiratet, wir haben 5 Kinder. Genau genommen, muss ich sagen, hatten wir 5 Kinder. Wir haben nämlich eine Tochter vor 2 Jahren im Alter von 40 Jahren verloren, weil sie ALS hatte, das ist eine Nervenkrankheit, die die Muskeln angreift, die so schlimm ist. Wir haben traumatische 4 Jahre als Familie hinter uns und am Schluss konnte sie nicht mal die Augenlider selber schließen, dass sie alle 10 Minuten befeuchtet werden muss. Ja, das ist die familiäre Seite. Also ich bin seit 36 Jahren verheiratet in zweiter Ehe, muss ich dazu sagen. Und wir leben, ich bin gebürtiger Berliner. Und wir leben auch in Berlin und ich habe mal im Alter von 24 Jahren das erste Mal mich selbstständig gemacht und wollte es einfach mal versuchen und war auch damals war es noch so, dass man ein paar Jahre fürs Eigenkapital sparen musste, was ich dann gemacht habe und hatte dann mit 50.000 D-Mark und einem Kredit in gleicher Höhe das ganze Geld in ein Spiel investiert, was ich mir ausgedacht hatte. Und das war dann die Gründung der ersten Firma. Ja, so fing es an. Und du hast dann ja nicht aufgegeben, nachdem diese erste Selbstständigkeit nicht ganz so verlaufen ist, wie du es geplant hattest. Das hatte ich so richtig in Erinnerung. Naja, also der Punkt war, dass mir dieses Spiel ein alteingesessener Spielehersteller nachgemacht hat, mit einem Titel, mit seinem eingeführten Vertriebsapparat am Markt verteilt hat. Und bis ich überhaupt, damals gab es ja noch eine Mauer, Vertreter in Westdeutschland gefunden hatte, ja, hatte der quasi den Markt bereits abgedeckt. Und wenn ich dann meine Vertreter zu den Händlern geschickt habe und mein Spiel als Neuheit angeboten wurde, haben die Händler nur gesagt, na gucken Sie mal, was wir hier haben, so neu ist das gar nicht. Und da stand ich dann das erste Mal tatsächlich vor der Insolvenz und musste mir überlegen, was machst du jetzt? Gehst du freiwillig in die Insolvenz oder klemmst du dir die Spiele unter den Arm und verkaufst sie? Und das haben wir dann auch gemacht und waren auch in Berlin dann recht erfolgreich. Ja. Und ich habe ja viele Unternehmerbiografien lesen dürfen und da war es häufig so, dass die größten Erfolge meistens auch nach Krisen oder Niederlagen erst auch gegeben sind. Bei dir war das ja auch dieser Wettbewerb, der Wettbewerber, der dann auf den Markt getreten ist, auch der dich dann auch gezwungen hat, neue Strategien zu entwickeln. Und daraus ist ja dann eines der größten Spielwarenvertriebe und Großhändler mit großen Ladengeschäften. Ich kann mich daran erinnern, in Berlin-Spandau war ja auch ein Spielemax. Das ist ja dann dein Baby geworden, was du dann später weiterentwickelt hast, auch aus dieser Situation heraus. Naja, also die Geschichte ist, dass ich noch mehr Ideen für Spiele in der Schublade hatte, aber kein Geld mehr für deren Realisierung. Und von einem Produkt kann man einfach nicht leben. Und daraus hat sich dann entwickelt, dass ich einfach, damit ich mehr anbieten konnte, wenn ich zu den Händlern gegangen bin, dass ich Handelsvertretungen übernommen habe. Und aus den Handelsvertretungen heraus bin ich funktionsechter Großhändler geworden. Und dann starb um die Ecke, wo ich mein Lager hatte, der Mann von einem kleinen Schreib- und Spielwarengeschäft und die Frau wurde den Laden nicht los. Und dann habe ich mit der Frau einen Deal gemacht, habe ihr einen fairen Preis angeboten unter der Voraussetzung, dass sie den Laden weiterführt. Ja. Und da habe ich dann gemerkt, dass es eigentlich ganz gut ist, wenn man die
Handelsvertreterprovision hat, die Großhandelsmarge und die Einzelhandelsmarge. Mhm. Und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich dann im Rahmen meiner Möglichkeiten damals jedes Jahr ein weiteres Geschäft dazu gekauft habe. Ich hatte ja als Großhändler und Handelsvertreter ganz gute Informationen, wo ein Geschäft aufgegeben wurde. Mhm. Und dann kam das Jahr 1981, wo wir eine Reise in die USA gemacht haben, veranstaltet vom Verband Europäischer Spielwarengroßhändler, mhm. wo wir die damals alle aktuellen Wege für Spielwarenverkauf in den USA kennenlernten. Mhm. Und damals war Toys R Us schon die Nummer 1. Und ich war zutiefst beeindruckt, dass die in dem Jahr 1981 40 neue Märkte eröffneten, also 40 Hallen mit 3.000 bis 4.000 Quadratmetern Fläche, nur mit Spielzeug voll. Das war für Deutschland eigentlich unvorstellbar. Das waren zu der Zeit die großen Möbelgeschäfte. Also konnte man sich gar nicht vorstellen, dass so eine große Halle nur mit Spielzeug in Deutschland mal sein könnte. Aber Toys R Us hat damals schon gesagt, sie wollen auch nach Europa kommen und auch nach Deutschland. Und mir war schlagartig klar, wenn die kommen, hat keiner meiner Großhandelskunden neben denen eine Chance. Ja. Also war die Frage, was muss man tun, wenn Toys R Us nach Deutschland kommt, um in der Spielwarenbranche noch Zukunft zu haben. Ja. Und dann haben wir geschaut, wer ist Nummer 2 in Amerika? Und das war jemand, der auch auf großen Flächen, auf der grünen Wiese, Spielwaren, aber mit einer stärkeren Betonung mit Babyausstattung gehandelt hat. Mhm. Und den hat Toys R Us übrigens später aufgekauft. Dann haben wir geguckt, wer ist Nummer 3. Und Nummer 3 war ein Filialist, der in denselben Städten, wo Toys R Us am Standrat war, auf der grünen Wiese, in Innenstadt-Einkaufszentren auf Flächen so zwischen 500 und 1000 Quadratmetern Selbstbedienungsläden für Spielzeug hatte. Mhm. So, jetzt muss man dazu sagen, in Deutschland wurden zu der Zeit Spielwaren noch wie heute in der Apotheke verkauft. Also man ging rein, da war ein Tresen, hinter dem Tresen stand jemand im weißen Kittel. Mhm. Was wünschen Sie? Ein Spiel? Dann hat er so 3 Spiele auf den Tresen zur Auswahl gelegt. Ja. Oder so. Also kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. So, also um es kurz zu machen, dieser Dritte, da hat es bei mir Klick gemacht. Da habe ich gedacht, also wenn es in den USA so ist, Toys R Us wegen des großen Flächenbedarfs auf der grünen Wiese am Stadtrand, dann müssen wir versuchen, in der Innenstadt in guten Lagen einen Selbstbedienungsladen für Spielzeug zu eröffnen. Ja. Und das haben wir dann ein Jahr später in Berlin im Forum Steglitz gemacht. Der Laden hatte, glaube ich, gut 500 Quadratmeter. Und es, was viele nicht wissen, es war der erste Selbstbedienungsladen für Spielzeug in Deutschland. Ja. Und wir waren auch recht erfolgreich damit und hatten also von Anfang an viele Kunden im Laden. Aber wir hatten folgendes Problem. Wichtige Lieferanten haben uns schlicht nicht beliefert. Mhm. Es gab also die Wettbewerber, die dann Gerüchte gestreut haben, dass wir sowieso bald pleite gehen und dass wir mit unseren Preisen den Markt kaputt machen, weil wir halt ein bisschen günstiger waren als andere. Mhm. Und wenn wir dann bei Playmobil angerufen haben, wo unsere bestellte Ware bleibt, dann hieß es ja, uns liegt gar kein Auftrag vor von ihnen. Mhm. Und wenn dann Ware kam, dann waren eben die ganz wichtigen, nachgefragten Artikel gar nicht dabei oder nur in völlig unzureichenden Mengen. Das hat sich nachher, also da waren zwei ganz harte Jahre, weil wir die Kunden im Laden hatten und keine Ware ranbekommen haben. Ja. Und dann, du hast das angesprochen mit der Filiale in Spandau, das war nämlich unsere zweite Filiale im Jahr 1985. Ich hatte dann in der Zwischenzeit so einen Partner auch. Und die Branche hat also den Kopf geschüttelt, wie kann man so blöde sein und in einem ersten Obergeschoss ein Spielwarengeschäft machen. Mhm. Aber mein Partner und ich waren so überzeugt davon, wenn wir es schaffen, die Leute nur einmal die Treppe hochzubringen, dann werden die von dem Aha-Effekt des damals größten Spielwarenladens in Berlin so überrascht sein, dass die immer wieder kommen. Mhm. Und genauso war das auch. Und das Weihnachtsgeschäft war extrem erfolgreich, sodass also nach dem Weihnachtsgeschäft von Spandau dann plötzlich die Industrie sich großenteils bei Spielemarkt unterrepräsentiert fühlte. Ja, okay. Ja, so. Das waren so die Anfänge. Und da hast du ja schon gesagt, dass du eine neue Idee hattest, nämlich diese
Produkte nicht mehr über den Ladentisch wie in Apotheke zu verkaufen, sondern Selbstbedienungsladen aufzumachen. Da warst du dann auch die Nummer eins. Was hat dann damals dein Umfeld zu dir gesagt? Wie haben dann so deine Freunde, Bekannte, Geschäftspartner, haben die dich ermutigt oder haben die das Ähnliche gesagt wie die Wettbewerber, das wird nichts? Tja, ich kann mich jetzt nur an einzelne erinnern, die eher meinen Mut bewundert haben. Also es war weniger so die Aussage, dass sie, das wird nichts, sondern mehr so die Richtung, also ich könnte das nicht so ein Risiko eingehen. Oder nicht? Wir haben ja wirklich dann alles auf eine Karte gesetzt und wenn das schiefgegangen wäre, wenn die Industrie uns weiter blockiert hätte, dann hätten wir wahrscheinlich das nicht die Kurve gekriegt und schon irgendwann schwarze Zahlen gehabt. Und man muss schon sagen, dass ich die ersten 7 Jahre meiner Selbstständigkeit immer mit dem Rücken an der Wand war. Ja. Und das war eigentlich aus heutiger Sicht, im Nachhinein war das, ich sag mal, gnädige Führung von Gott. Ich bin erst viel später als Christ geworden. Aber dass ich damals nicht pleite gegangen bin, das war gar nicht selbstverständlich. Es wäre eigentlich der Normalfall, dass ich insolvent geworden wäre. Und das im Nachhinein sehe ich da auch schon Gottes gnädige Bewahrung. Also auch die 7 mageren Jahre zuerst und dann kam erst der Wechsel dann zum Überschuss und Gewinn. Und du hast ja auch gesagt, dass deine erste Idee diese Spielentwicklung war und dass du dann durch die Mitbewerber auch dich gezwungen sahst, das weiterzuentwickeln. Das ist ja auch eine Frage, die unsere Gründer häufig stellen oder auch vielleicht gar nicht so wahrhaben wollen, dass diese erste tolle Geschäftsidee, mit der sie kommen, um dann zu gründen, gleich der Durchbruch wird. Also selbst bei Bill Gates ist es ja so, der hat ja über 20 Projekte gestartet und nur 2 sind wirklich in die Rentabilität gekommen. Vieles andere war eher nicht so erfolgreich. Was würdest du dann sagen, wenn du kennst viele Unternehmer, war es bei allen so, dass die beim ersten Mal gleich erfolgreich waren oder haben die auch eher sich wie bei dir Zug um Zug weiterentwickelt in ihrem Geschäftsmodell? Also ich möchte jetzt kein Entmutiger sein, aber die Realität ist, dass die meisten scheitern. Nicht? Also wenn ich weiß jetzt nicht, wie die ganz aktuellen Zahlen sind, aber in Berlin werden ja die meisten Firmen, aber ich vermute mal, es ist bundesweit genauso, als GmbH gegründet. Und ich habe mal eine Statistik gelesen, dass nach 5 Jahren nur noch 10% existieren. Und nach weiteren 5 Jahren, nach 10 Jahren, sind von den 10% nochmal 50% verschwunden. Also nach 10 Jahren sind 5 übrig. Das heißt also, eigentlich ist Scheitern das Normale. Und trotzdem möchte ich eigentlich ermutigen, wenn man inneren Frieden hat, und den kann man sich natürlich auch einreden, aber wenn bestimmte Faktoren stimmen, möchte ich sehr Mut machen, es trotzdem zu versuchen. Aber eins kann ich gleich sagen, es wird fast nie so, wie man sich das vorgestellt hat. So, wenn man anfängt, dann geht man Schritte. Und wenn man alles vorher wüsste, was auf einen zukommt, würde man gar nicht anfangen. Aber wenn man so mit diesem inneren Frieden Schritte geht, oder ich sage es mal jetzt als jemand, der Gott vertraut, wenn man den Eindruck hat, das ist Gottes guter Plan für mein Leben, dann kann ich im Vertrauen auf Gott mutige Schritte gehen und weiß, es werden Schwierigkeiten kommen, aber ich werde sie auch mit Gottes Hilfe überwinden. Ja. Und vielleicht die, wenn ich mal rückblicke heute, dann würde ich auch sagen, es war ein Fehler, dass ich ganz alleine am Anfang war, weil ich niemanden hatte, mit dem ich reflektieren konnte und ich hatte niemanden, der mich da ergänzt hat, wo ich Ergänzungsbedarf hatte. Also das sind für mich heute so, wenn ich sage, versuch ruhig, deinen Traum zu realisieren, dann würde ich immer sagen, wenn es wirklich offene Türen dafür gibt, dann wirst du Partner an deiner Seite haben, die dich ergänzen. Also man hat es ganz, ganz schwer alleine. Und es ist ja auch so, wenn mir ein Stein auf den Kopf fällt, da sagt jeder Kapitalgeber, was passiert dann? Nicht? Also alleine schon, damit Kapitalgeber nicht Angst haben müssen, dass jetzt von meiner Person alles alleine anhängt. Schon aus dieser Sicht heraus ist es gut, ein Team zu haben. Vielleicht mal so weit an der Stelle.
Das hat ja Bill Gates auch gesagt, dass er, wenn er vorher gewusst hätte, was auf ihn zukommt, er es nicht gemacht hätte, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind diese Quoten, die du genannt hast, natürlich im Sport auch völlig normal. Also da steht in der Regel ja einer auf dem Treppchen und die anderen stehen schon eine Etage tiefer und sind zwei oder drei. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch regelmäßige Wettkämpfe. Es gibt dann Olympia, Weltmeisterschaften und alle möglichen, wo man immer wieder neu antreten kann. Und das bedeutet ja, wenn ich jetzt in der ersten Selbstständigkeit jetzt gescheitert bin oder feststelle einfach, dass es nicht funktioniert, habe ich ja immerhin noch die Möglichkeit, aus den Lektionen zu lernen, um es beim zweiten, dritten Mal besser zu machen. Also bei mir zum Beispiel war es so, dass ich ja sehr viele Projekte gestartet habe und wenn ich jetzt überlege, in Deutschland will ich auf eine Unternehmerschule gehen, dann wüsste ich jetzt nicht wohin, dann ist es ja doch irgendwie der Sprung ins Wasser, der den Unternehmer dann ausbildet. Mhm. Siehst du das auch so oder? Was würdest du da empfehlen, wenn ich mich als Unternehmer ausbilden will, wo ich das Wissen herbekomme? Ja, das ist ein ganz großes Thema. Das fängt ja an mit einer gewissen Unternehmerfeindlichkeit in der Schule, die so sich langsam auflöst bei den Lehrern. Nicht? Aber ich kenne auch von meinen Kindern her, die haben eine Geschichte in der Schule gelesen, dass ein Junge beim Bäcker stiehlt. Hm. Und dann erwischt wird und eine Ohrfeige kriegt. Da regen sich alle über die Ohrfeige auf, aber nicht darüber, dass er gestohlen hat. Hm. Und da merkt man, dass da in dem Denken ist da was falsch, sage ich mal. Und es gibt eine Unternehmerfeindlichkeit, sodass auch die Quote übrigens der Selbstständigen in Deutschland ungewöhnlich niedrig ist. Ich glaube unter 2%, ich weiß nicht, du hast vielleicht bessere Zahlen. Aber in anderen Ländern liegt die bei um die 10% und im Extremfall sogar noch höher. Hm. Da ist es fast der Normalfall, auch nach dem Studium bei ganz vielen sich selbstständig zu machen. Hm. Und das ist bei uns eine Ausnahme. So, die Frage nach der Unternehmerschule, das ist ein Riesenthema und zwar aus folgendem Grund. Wenn du heute Betriebswirtschaft studierst, dann weißt du am Ende des Studiums nicht, wie der Supermarkt an der Ecke funktioniert. Ja. Aber das Hauptproblem ist, dass du als Unternehmer unternehmerisches Denken lernen musst. So, und dazu brauchst du Vorbilder, dazu brauchst du eine Prägung. Hm. Und die Professoren haben selbst dieses unternehmerische Denken nicht drauf, also wie sollen sie es vermitteln? Ja. Und da sehe ich auch einen der Gründe übrigens, warum so viele pleite gehen, weil sie eben nie das unternehmerische Denken gelernt haben. Ja. So, jetzt ist natürlich die Frage, ist eigentlich eine Marktlücke, nicht? Dass wir eine Unternehmerschule aufbauen, wobei wir gedanklich dabei sind, da etwas zu entwickeln. Also zumindest, wir haben eine Firma auf gemeinnütziger Basis gegründet, wo du ja auch Gesellschafter bist, wo wir noch nicht genau wissen, was daraus wird. Aber die Idee ist einfach, dass unter anderem neben einem Bachelor mit der Akkreditierung dann auch ein Crashkurs ist für Leute, die sich selbstständig machen, die innerhalb von einem Jahr die wichtigsten Themen einmal vermittelt bekommen und die man braucht, wenn man sich selbstständig macht, um dann in einem Netzwerk von, also auf digitaler Basis von Mentoren, erfahrener, idealerweise erfolgreicher Unternehmer, dann Bonium-Schritte in der Selbstständigkeit begleitet zu werden. So, und da würde ich sagen, ist der Schlüssel auch, neben dem Team, wenn sich einer selbstständig machen will, dass er ein Team möglichst um sich herum hat, dass er einen erfahrenen oder vielleicht sogar mehrere erfahrene Begleiter hat, ich sag mal vielleicht idealerweise als Beirat. So, da kann man fragen, was macht denn eigentlich ein Aufsichtsrat in einem oder ein Beirat in großen Konzernen oder auch in mittelständischen Unternehmen? Hm. Der guckt, ob die Vorstände oder die Geschäftsführer keine strategischen schweren Fehlentscheidungen treffen und gleichzeitig helfen die Beiräte oder Aufsichtsräte mit ihren Netzwerken das Unternehmen voranzubringen. Ja. So, und das ist, glaube ich, einer der Schlüssel, dass man nicht insolvent geht, wenn man sich selbstständig macht, dass man solch einen Beirat an seiner Seite hat, der aufpasst, dass keine strategischen Fehlentscheidungen getroffen werden und gleichzeitig hilft mit seinen Netzwerken, das Unternehmen voranzubringen, zu entwickeln. Da ist, glaube ich, ein Schlüssel. Also der Teamgedanke und der Beirat. So, und dann kommt natürlich, gibt es noch andere Faktoren, dass die Idee überhaupt marktgerecht ist und Proof of the Market und Kapital und so weiter sind noch mehr Faktoren. Aber da sind schon mal zwei Schlüsselfaktoren. Ja, das wäre ein wichtiger Punkt genannt. Das steht ja schon in ganz alten Büchern. Da, wo viele Ratgeber sind, gelingen die Pläne.
Und jetzt habe ich nochmal eine Frage zum Schulsystem. Ich bin ja nun auch hier unser Schulsystem durchlaufen und für mich war das so, dass ja, das Lernen und gute Noten bekommen in der Schule, aber auch in der Universität bedeutet ja vergangenheitsbezogenes Wissen, also Wissen, das was schon aktiviert worden ist, nicht was aus der Zukunft kommt, was ermittelt wird, wo es hingeht, die Trends, sondern das, was aus der Vergangenheit entwickelt und aufgeschrieben worden ist. Wenn man das gut lernt, dann kriegt man gute Noten. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt mit 1,0 aus der Schule rauskommt und noch einen Doktor und eine Professur macht und man guckt, wo sind denn die ganzen Gründer, ob das jetzt Facebook-Gründer sind oder Elon Musk oder die Google-Gründer, dann sieht man ja ganz selten, dass die Gründer Professor, Doktor, Doktor sind, sondern das sind ja Menschen, die irgendwo anders ihr Wissen oder ihre Fähigkeiten näher haben. Was würdest du dann sehen? Du bist ja auch diesen Weg durchlaufen, hast dein Wissen dir auch ja selbst zusammengesucht im Laufe deines Unternehmerlebens. Was hat dir denn da geholfen? Tja, ob es mir geholfen hat? Ich würde mal das Gegenteil sagen. Es war eher Leichtsinn bei mir. Ich habe nicht mal eine abgeschlossene Ausbildung. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung als Verlagskaufmann angefangen und die war mir zu langweilig. Und dann habe ich die abgebrochen und habe dann mich das erste Mal selbstständig gemacht im Möbeldirektvertrieb mit 20. Das war einfach nach dem Motto, wenn es dem Esel zu gut geht, begibt er sich aufs Glatteis. Ich würde das nicht als kluge Entscheidung sagen. Und man muss aber auch sagen, dass die Zeiten damals anders waren. Also heute brauchst du einen Abschluss. Allein schon auch die Kapitalgeber gucken, was hat der für eine Ausbildung und so weiter. Das war früher nicht so. Und ich glaube, dass die Unternehmerpersönlichkeit eher zwei, drei Merkmale haben. Erstmal, sie sind normalerweise mutig. So, das ist also ein Kennzeichen, was, glaube ich, nur ungefähr, wenn ich es richtig weiß, 10% aller Menschen von der Persönlichkeit her haben. So, also wenn ich nicht mutig bin, sollte ich mich nicht selbstständig machen. Ja. So, das Zweite ist diese, das haben aber viele, dass sie ungeduldig sind. Nicht? So, das führt eben dazu, dass zum Beispiel Leute eben nicht das Studium zu Ende machen, sondern sich gleich selbstständig machen oder in meinem Fall eben die Ausbildung gar nicht zu Ende machen, sondern es einfach probieren, weil es ihnen zu langweilig ist. Das sind erstmal so zwei Punkte, Mut und Ungeduld. Und ja, das Dritte ist eben, dass man, das ist fast das Wichtigste, eine Vision hat. Wir sprechen immer von Ideen, aber ich glaube, die Geschäftsidee ist es gar nicht. Viele denken immer, ich muss irgendwie eine gute Idee haben, dann werde ich reich. Ja, aber das ist naiv. Es gab mal eine wissenschaftliche Untersuchung, aus wie vielen Ideen wird ein Erfolg? Und ich mache mal zwei Beispiele. Ich weiß nicht, wie die Zahlen heute sind, aber als ich noch jetzt aktiv in der Spielwarenbranche war, da ist ja Ravensburger Spiele Verlag einer der Marktführer. Und wie viele Spielideen kriegen die pro Jahr unangefordert zugeschickt? Also das waren damals das waren 90er Jahre, um die 1000. Das heißt, der Verlag hat jedes Jahr um die 1000 Spielideen gekriegt. So, wie viel davon hat er denn realisiert? So, die Antwort ist im Durchschnitt 8 bis 10. So, jetzt ist die Frage, wie viel davon sind ein Erfolg? So, 1 bis 3. Aber der Erfolg, der hängt nicht von der guten Spielidee ab, sondern vom Marketing. So, und es gab durchaus gute Artikel, die nicht ein Erfolg waren, weil das Marketing schlecht war. Ja. Umgekehrt, es gab gute Ideen, schlechte Ideen, da war das Marketing gut. Und ja. Das sieht man bei manchen amerikanischen Firmen dann auch. Ja. Und diese wissenschaftliche Untersuchung, die Zahl war ungefähr 1367 Ideen und nur eine wird ein Erfolg. Ja. Und das zeigt, also Ideen gibt es wie Sand am Meer. Also das ist, bloß weil man eine gute Idee hat, sollte man nicht denken, dass man sich jetzt damit selbstständig macht. Also die gute Idee ist es nicht. Und ich denke, es geht viel tiefer, weil das ja auch ein Stück was mit Lebensplanung zu tun hat, nicht? Oder auch mit Sinn des Lebens geradezu, dass ich zum einen eine Vision habe, wo ich wirklich ein inneres Bild habe, wie die
das sich entwickelt und nachher aussehen kann. Hm. So dieses innere Bild, diese Vision. So, und von der bin ich so überzeugt und begeistert, dass ich andere mit meiner Begeisterung anstecken kann. Hm. Also diese Vision, würde ich sagen, ist ein Schlüssel, auch nachher eben diese Durchstoßstrecken, die man angefangen hat, ja, durchzustehen, weil man eben an diesem inneren Bild festhält. So, und das Zweite, und das ist, finde ich, fast genauso wichtig, wo ich manchmal schockiert bin, dass manche Leute diese Frage für ihr Leben überhaupt nie stellen, oder manche sind in Ruhestand, haben die Frage noch nie gestellt, was ist meine Berufung? Ja. So, also Vision, und das andere ist, was ist meine Berufung? So, und wenn ich eine Berufung habe, Unternehmer zu sein, nicht, dann, und das für mich geklärt habe, nicht, dann habe ich eine ganz andere Ausgangsbasis, auch von, dass ich mit einer ganz anderen inneren Sicherheit mutige Schritte gehen kann, als wenn ich diese Fragen nicht geklärt habe. Hm. Das bedeutet ja, dass dann schon ja, so eine Bereitschaft fürs Risiko auch schon vorhanden ist. Genau, plus dann, das meine ich mit Mut. Plus die ansteckende inspirative Vision, die andere mitzieht, und dass dann auch die Klärung da ist. Also es geht ein bisschen Selbstbewusstsein, Selbstaufklärung, was ist meine Berufung, wer bin ich und was haben andere davon, dass es mich gibt, eine ganz wichtige Frage. Und dann hast du ja auch gesagt, dass gute Produkte nicht unbedingt den marktwirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Erfolg bedeuten. Das ist ja ein bekanntes, benutztes Beispiel auch im Verkaufstraining. Guter Verkäufer mit mittlerem bis schlechtem Produkt tritt an gegen einen schlechten Verkäufer mit dem besten Produkt am Markt. Mhm. Und wer verkauft jetzt mehr? Und häufig ist es leider eben nicht das beste Produkt mit dem schlechten Verkäufer oder Marketer, sondern eher diejenigen, die auch die Kommunikation, diese Soft Skills, die Zugangskanäle zum Kunden aufbauen. Und das ist ja auch etwas, was die KfW, Mittelstandsbank, ja auch in Studien herausgefunden hat, dass heutzutage der Hauptmisserfolgsfaktor nicht mehr finanzielle Intelligenz oder betriebswirtschaftlich kaufmännisches Wissen ist, sondern eher dieses Marketing und Kommunikation und Kundenzugang. Und das geht ja in die Richtung, was du auch gesagt hast, was die Spiele, auch die Spielevermarktung betrifft. Wenn du jetzt mal zurückguckst, du hast ja jetzt nicht nur, du hast deinen Direktvertrieb mit Möbeln und dann deine Spielproduktion, dann im Bereich Großhandel und Selbstbedienungsladen für Spiele, mehrere Unternehmen aufgebaut und hast ja auch nie wirklich aufgehört. Du bist ja regelmäßig dabei, neue Vorhaben, Projekte auch zu gründen. Was ist denn so deine Motivation dahinter, was dich antreibt und auch hilft dir, durch die Krisen zu gehen? Ja gut, am Anfang war das einfach eine Flucht nach vorne. Ich stand mit dem Rücken an der Wand und hatte gar keine Wahl, als nach vorne zu marschieren und Risiken einzugehen. Und nachher gab es, als wir eine gewisse Größe hatten, einen ganz simplen Faktor, dass wir nämlich 50% unseres Gewinns mit Boni machten, die aus unserem Wachstum begründet waren. Das heißt also, also Boni, wenn man mit dem Lieferanten eine Vereinbarung hatte, ich sag mal jetzt, du kriegst 1%, wenn du 10% Umsatzwachstum hast, 2 bei 20 und 3 bei 30. So, dann war natürlich das Ziel, möglichst den höchsten Bonus zu kriegen. Und das ist so ähnlich, ging es mit Werbekostenzuschüssen. Nicht? Das so. Und am Ende waren 50% unseres Ertrages waren Boni und Werbekostenzuschüsse aufgrund unseres Wachstums. So, das heißt, wir mussten ab einer bestimmten Größenordnung pro Jahr im Schnitt, sage ich mal, mindestens eine Filiale, aber besser zwei und idealerweise 3 Filialen pro Jahr eröffnen, um in diesem Flow drin zu bleiben. Nicht? Und wir haben ja auch dann eine Phase gehabt, ich meine, das war natürlich begünstigt durch den Mauerfall. Wenn ich darf, würde ich da noch eine Geschichte erzählen. Oder ein paar, mehrere Geschichten, die heute ja wahrscheinlich keiner so weiß. Aber wir waren nachher in einem Flow, der natürlich begünstigt war durch den Mauerfall. Dadurch konnten wir also in den neuen Bundesländern ja, wachsen und hatten gar keinen Konkurrenten, nicht? Weil wir die Einzigen waren, die zu dem Zeitpunkt als Filialunternehmen in der Lage waren, überhaupt in den neuen Bundesländern zu expandieren. Aber das war auch nicht etwas, was wir planen konnten, sondern da sage ich mal im Nachhinein, das war auch Gottes Führung, dass wir genau in dem Moment, wo die Mauer fiel, in der Lage waren zu expandieren. Denn wir hatten in dem Moment, wo die Mauer fiel, eigentlich nur 3 Filialen. Ja.
Und sind dann, ich habe es ja nachher, das Unternehmen, das habe ich vorhin nicht erzählt, 2008, also 1982 haben wir die erste Spielmarktfiliale gemacht und 2008 hatten wir dann, habe ich das Unternehmen dann verkauft mit 45 Filialen und über 800 Mitarbeitern und so. Also, aber 1989 hatten wir eigentlich erst 3 Filialen und das Wachstum war nachher dann nach dem Mauerfall. Ja. Und du hast ja auch gesagt, dass du vieles richtig gemacht hast, aber auch einige Sachen nicht so gut gelaufen sind. Ein Fehler hattest du schon genannt, alleine zu gründen. Was sind dann noch so weitere Tipps oder Fehler oder Lektionen, wo du sagst, das hast du nicht nur für dich gelernt, sondern es könnte auch für unsere Zuhörer und Zuschauer wichtig sein? Naja, also ein Satz, den ich eigentlich von dieser Amerika-Reise verinnerlicht habe, dass alles eine Frage von Manpower ist und von finanzieller Darstellbarkeit. An den Satz habe ich lange geglaubt und würde heute sagen, wer so denkt, der macht seine Rechnung ohne Gott. Denn wir haben das nicht in der Hand, bestimmte Dinge und Umstände zu beeinflussen. Und es ist eben nicht wahr, dass alles nur eine Frage von Manpower und finanzieller Darstellbarkeit ist. Das ist schlicht nicht wahr. Aber das war ein Irrtum, den habe ich lange geglaubt und habe das erst, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, viele Jahre nachdem ich gläubig war, erst erkannt, wie falsch dieser Satz ist. Ein zweiter Fehler war, dass ich dadurch, dass ich als Selbstständiger keine Rente oder fast keine Rente bekomme, zu viel Geld aus dem Unternehmen genommen habe, um in Immobilien zu investieren, also sprich Miethäuser, um dann eben von den Mieteinnahmen im Alter leben zu können. Wobei ich dazu sagen muss, es ist gut gegangen. Alles, was ich mit Immobilien gemacht habe, ist gut gegangen und ich bin froh im Nachhinein, dass es gut gegangen ist und dass ich jetzt da eine gute Rente habe. Aber es war ein Fehler, weil ich am Ende nicht langsam mit einer hohen Eigenkapitalquote gewachsen bin, sondern mit schnell gewachsen bin, eigentlich zu schnell mit einer hohen Fremdverschuldung und bin dadurch in eine Abhängigkeit von Banken gekommen, die nachher, als ich in die Krise kam, fatal war. Ich wollte eigentlich, da war ich ja schon Christ, als diese Wachstumsphase dann war, und ich wollte eigentlich Gott dienen mit meinem Leben, Gott zur Verfügung stehen, dass er mich zum Segen für andere Menschen auch gebraucht. Und ich bin in eine Abhängigkeit von Banken gekommen, dass ich am Ende Mammon dienen musste. Und Mammon ist ja aus einem Zitat, wo Jesus sagt, ihr könnt nur einem Herrn dienen, ihr müsst euch entscheiden, wollt ihr Mammon dienen oder Gott. Also man kann nicht zwei Herren dienen. So. Und ich wollte eigentlich Gott dienen und musste, weil ich von den Banken so abhängig war durch die Fremdverschuldung, Mammon dienen. Das war also auch ein schwerer Fehler. Ein anderer Fehler war vielleicht, dass ich im Rahmen des Wachstums Mitarbeitern Verantwortung übertragen habe, wo ich vorher wissen musste, dass sie dieser Verantwortung nicht gerecht würden. Und anstatt mich von denen zu trennen, habe ich sie quasi in andere Bereiche versetzt. Das würde ich also im Nachhinein auch als Fehler ansehen. Ein weiterer Fehler war, dass ich oft Menschen eingestellt habe, wo ich dachte, dass Gott sie mir in den Weg gestellt hat. Also von Zufall im Sinne von Gott zugefallen, von Gott zugeführt, anstatt klare Anforderungsprofile und Aufgabenbeschreibungen zu erstellen und zu schauen, wer ist der Beste am Markt oder zu gewinnende. Das war sicherlich auch ein Fehler. Ja. Vielleicht der größte Fehler, wenn ich sagen darf, war vielleicht am Anfang, dass ich wirklich in meinem Leben zu spät angefangen habe, nach Gott zu fragen. Ich will schon sagen, dass auch ohne Gott ich keine Langeweile hatte und Spaß im Leben hatte. Aber die Qualität eines Lebens mit Gott ist unvergleichlich. Und es gibt eine Sache, wo ich nie mehr darauf verzichten möchte und die das
kann ich nicht beweisen, ja, aber diese Erfahrung kann jeder für sich selber machen, wenn er sein Leben unter die Leitung von Jesus stellt und dieses Geschenk annimmt, dass Jesus auch für mich gestorben ist, nämlich, dass Gott durch seinen Geist mir einen Frieden ins Herz gibt, der höher ist als der menschliche Verstand, der höher ist als menschliche Vernunft. So, und mit diesem inneren Frieden zu leben, gibt eine Lebensqualität, die genau das Gegenteil ist von dem, was ich vorher hatte, wo ich eigentlich überwiegend angstgesteuert war. Hm. Ich habe quasi die Flucht nach vorne mit dem Rücken an der Wand, das war ja angstgesteuert. Nicht? Hm. So, und jetzt glaube ich ganz tief oder bin fest von überzeugt, dass Gott mich lieb hat, mir einen guten Plan hat, und ich habe den ganz tiefen Wunsch, dass ich auf gar keinen Fall von Gottes guten Plan abweichen will, weil ich weiß, dann ist ja sowieso alles vergeblich. Und mein Vater hatte es immer gesagt, an Gottes Segen ist alles gelegen, und ich habe das nicht verstanden, was er damit meint. Und heute weiß ich, dass es stimmt. Ja. Also wenn ich Gott mich nicht segnet, dann kann ich machen, was ich will, dann werde ich scheitern. Und du hast ja dann diese Inspiration, Motivation dann auch genommen, um dann dich nicht zur Ruhe zu setzen, nachdem du 2008 alles verkauft hast, sondern du hast ja dann noch weitere Projekte gestartet, zum Beispiel Coeo, Haus der guten Taten, und Stiftungen und auch Genossenschaften. Und dieses Projekt Haus der guten Taten, da hast du ja eine spezielle Quote, glaube ich, auch, wo die Mitarbeiter zum gewissen Anteil ja auch, sag mal, Handicap haben. Und das ist auch ein gemeinnütziges Unternehmen. Ist das so richtig? Richtig, ja. Ne, das hat eine kleine Vorgeschichte noch. Ich habe mal ein Buch geschenkt bekommen mit dem Titel Halbzeit. Und da wird das Leben mit einem Fußballspiel verglichen. Die erste Halbzeit hat die Überschrift Erfolg. Das heißt also Ausbildung, Studium, Karriere, Geld verdienen, Häuschen bauen. Und die zweite Halbzeit hat idealerweise die Überschrift Bedeutung. Ja. Und das hat mich so ins Nachdenken gebracht, dass ich zu mir selber gesagt habe, was machst du hier eigentlich? Du kannst jetzt alle 10 Jahre die Zahl der Filialen verdoppeln, Umsatz verdoppeln, Ertrag wahrscheinlich nicht. Aber das ist ja Überschrift Erfolg. Und was ist denn überhaupt die Alternative zu diesem gewinnmaximierenden Wirtschaften? Und ich habe dann eine Antwort gefunden, wo ich aber kein Dogma daraus mache und auch respektiere, wenn Leute anders denken. Aber die Alternative zu gewinnmaximierendem Wirtschaften ist menschenorientiertes Wirtschaften. So, und dann hat es Gott geführt, und das ist eine spannende Geschichte. Hat ja gesagt vorhin, wir haben auch eine Phase gehabt, wo wir in einer schweren Krise waren, wo ich schon mal alles verloren hatte, aber Gott hat es geführt, dass ich die Insolvenz vermeiden konnte. Und da habe ich dann an einen strategischen Investor aus dem Ausland das ganze Unternehmen gut verkaufen können und habe dann unter anderem diesen Shop der guten Taten initiiert. Das hat ein bisschen den Hintergrund, dass ein Kind von uns gehandicapt ist. Und das war sicherlich unbewusst bei mir auch so ein Faktor, zu überlegen, ein innovatives Ladenkonzept für Einkaufszentren zu entwickeln, wo wir ursprünglich, also um Menschen, die gehandicapt sind, im ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, wo wir ursprünglich das Konzept hatten, Produkte von Werkstätten von Behinderten zu verkaufen, Fair Trade, christliche Bücher und so weiter. Und das hat sich dann auch etwas anders entwickelt als ursprünglich geplant. Und wir hatten auch, muss ich auch dazu sagen, 7 Jahre Verluste in dem Laden, wo ich auch noch dachte, habe ich mich verhört, soll ich das doch nicht machen? Ja. Aber heute sind wir da sehr profitabel und sind dabei, dass wir quasi die Verluste zurückverdient haben. Und ja. Ja. Aber das ist so, das war ein Projekt unter der Überschrift Bedeutung. Aber wir haben noch mehr gemacht. Ja, und wo findet man das Geschäft heute? Der Laden ist im Schloss, Einkaufszentrum, das Schloss am Rathaus Stöglitz in Berlin. Und auch hier war es ja so, auch wieder die 7 Jahre Entwicklung, ja. Ja. Und auch mehrere Geschäftsmodelle oder Mitarbeitermodell oder auch Standortwechsel war ja auch alles mit drin. Also ja, auch ein Prozess des Anpassens, des Analysierens und des Verbesserns. Ja. Ja. Und das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Information für unsere Zuhörer, dass das immer wieder eine Anpassung sozusagen an die Marktumstände braucht. Jetzt gab es ja bei dir, ich weiß nicht, ob du die Geschichte erzählen willst, ich spreche sie nur ganz peripher an, auch mal eine Krise mit Banken, wo dir das Prinzip der Ehrlichkeit auch massiv geholfen hat.
Naja, ich erzähle das in einer großen Offenheit und vielleicht auch ungewöhnlichen Offenheit, aber ich glaube, dass das vielen hilft, weil viele nicht wissen, wie Banken ticken. Hm. Ja. Aber ich muss das hat eine kleine Vorgeschichte, was du meinst. Ich hatte mal eine Bilanz und mein Steuerberater war immer zu spät dran. Also jetzt heute ist das Jahr 2022, ist das heute noch so. Der hat mir gerade die Bilanz für 2019 fertig gemacht. Hm. Nicht? Also immer nicht nur ein Jahr zurück. Also, nicht? Also eigentlich, ich weiß gar nicht, wie der das geschafft hat, immer gegenüber dem Finanzamt mal so spät dran zu sein. Wahrscheinlich hat er auch manchmal Strafe zahlen müssen. Ja. Aber jetzt kam dann eines Jahres mal wieder so eine Bilanz, viel zu spät. Und dann sagte er, ich muss Sie darauf hinweisen, dass die Bank bei Ihnen sich zu Ihren Gunsten bei den Zinsen verrechnet hat. Hm. Und das ist ein Betrag von über 20.000 D-Mark. Das sagt der Steuerberater mir völlig neutral und ja, also es ist eben mein Bier, was ich jetzt damit mache mit dieser Information. Hm. Naja, und dann habe ich gebetet, was soll ich jetzt machen? Und dann kam sofort die innere Stimme, ja, das musst du der Bank mitteilen. Dann habe ich nochmal übers Wochenende nochmal gebetet, ob ich mich vielleicht verhört habe. Aber das blieb dabei. Dann habe ich schließlich Montag einen Brief geschrieben an die Bank, sie möchten doch nochmal die Zinsabrechnung von dem betreffenden Jahr überprüfen. So zwei Tage später kriege ich einen Anruf von dem zuständigen Bankdirektor, ob ich denn wüsste, was ich da geschrieben habe, was das für mich bedeutet. Hm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, das ist eine hohe Nachzahlung an Zinsen. Ob ich denn auch wüsste, wie viel? Ja, sagte ich, über 20.000. Und dann sagt er, also wenn Sie wollen, zerreiße ich jetzt das Schreiben. Bei uns sind die Bücher durch, ist ja ein alter Vorgang. Und dann ist die Sache für mich erledigt. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin praktizierender evangelischer Christ und ich möchte gerne, dass ein Fehler korrigiert wird. Und wenn ich das umgekehrt wäre zu meinen Ungunsten, würde ich auch bitten und erwarten, dass der Fehler korrigiert wird. Naja, und dann hat er, weil er natürlich jetzt Arbeit damit hatte, hat er dann widerwillig dann mir noch ganz großzügig dann da Teilzahlung und was weiß ich anders angeboten. Hm. So, und jetzt kam ein paar Jahre später, also wirklich mehrere Jahre später, kamen wir in eine existenzielle Krise bei Spielemax durch eine EDV-Umstellung. Hm. Wir hatten also innerhalb von anderthalb Jahren, kann man sagen, von Millionen Gewinne, Millionen Verluste. Und ich stand innerhalb von weniger Monaten vor der Insolvenz. Und der Hauptgrund war, wir waren Pilotprojekt von einer Software, wo ich nicht wusste, dass wir Pilotkunde sind. Oh ja. Das war Navision Retail Backoffice, werde ich nicht vergessen, den Namen von der Software. Und Navision war damals ziemlich bekannt und auch hatte einen guten Ruf, weil es nämlich IKEA im Einsatz hatte. Und da dachte ich, naja, wenn IKEA das im Einsatz hat, dann muss das ja was taugen. Nicht? Und habe aber nicht gewusst, dass dieses Modul, was jetzt da bei uns zum Einsatz kam, ein Pilotprojekt war. Und Fakt ist, dass die Software noch nicht mal eine Inventur richtig rechnen konnte. Und wenn du eine Bestandsliste hast, dann weißt du, wenn die einen Bestand ein Minuszeichen hat, das kann nicht stimmen. Minusbestand gibt es nicht. Ja. Aber wenn das eine positive Zahl ist ohne Minuszeichen, dann siehst du der Zahl nicht an, ist, ob die richtig oder falsch ist. Mhm. Und wenn du in der Spielwarenbranche zwei Weihnachtssaisons mit falschen Bestandszahlen arbeitest, dann kannst du sicher sein, dass du die Ware, die du brauchst, zu wenig hast und die, die du nicht brauchst, zu viel hast. Und so sind wir also, wie gesagt, innerhalb von anderthalb Jahren von Millionen Gewinne in Millionen Verluste gerutscht. Und ich stand innerhalb von wenigen Wochen vor der Insolvenz. So, und jetzt kommt etwas, was normalerweise sehr vertraulich ist, aber ich erzähle das als Beispiel und habe mit dieser Geschichte, mit dieser Erfahrung inzwischen ganz vielen Leuten schon helfen können. Die Banken, wir hatten ja mehrere Kapitalgeber, es waren also, ich weiß gar nicht wie viele, aber ich schätze mal 7 oder 8 Banken insgesamt, die haben sich zusammengesetzt, nachdem klar war, dass wir in einer Krise sind, in einer schweren Krise sind, unsere Zahlen nicht erreicht haben und haben einen Bankenpool
gegründet, der zunächst einmal einen Wirtschaftsprüfer beauftragt hat, der ein Gutachten erstellen sollte mit der Fragestellung, ist Spielemax sanierungsfähig und sanierungswürdig? Und der Wirtschaftsprüfer, der dieses Gutachten erstellt hat, hat im Ergebnis beides bejaht und sogar noch dazu geschrieben, dass der Vorstand Franz unverzichtbar ist für das Unternehmen. Und das war insofern sehr besonders, weil normalerweise die Banken sagen, und das stimmt auch in der Regel, dass die Geschäftsführung oder der Vorstand, der ein Unternehmen in die Krise geführt hat, normalerweise nicht in der Lage ist, das Unternehmen wieder aus der Krise herauszuführen. Und insofern war es sehr besonders, dass das war für mich wie so eine Versicherung quasi, dass dieser Satz in dem Gutachten stand. So, jetzt haben sich die Banken also zusammengetan und es gab ein Leitbild einer sanierten Bilanz. Und es war klar, es gab Banken, die sagten, wir haben kein Vertrauen in die Zukunft von Spielemax, also auch unter einem neuen Vorstand nicht. Wir wollen raus aus der Veranstaltung, auch selbst um den Preis von hohen Forderungsverlusten, Forderungsverzichten. Und es gab andere Banken, die sagten, nee, wir vertrauen darauf, dass die die Kurve kriegen. Mhm. Und dann hat dieser Wirtschaftsprüfer, der dieses Leitbild einer sanierten Bilanz aufgestellt hatte, ein Konzept entwickelt, wo er gesagt hat, okay, die Banken, die raus wollen, die müssen halt einen Forderungsverzicht machen und die anderen Banken, die Vertrauen haben, die müssen frisches Geld ins Feuer geben, damit die Banken abgelöst werden können, die rausgehen. So, und die Banken haben dann erstaunlicherweise zugestimmt, obwohl es um Millionen von Forderungsverzichten ging. Aber, und jetzt kommt das große Aber, keiner wollte Poolführer werden von der Veranstaltung. Hm. Und der Poolführer hat ein besonderes, großes Risiko, denn wenn nur eine Bank aus der Reihe tanzt von dem Pool, und das ist wirklich ein sehr unberechenbarer Haufen gewesen, wenn ich das so im Nachhinein sehe. Hm. Du wusstest bei jeder Sitzung nicht im Vorfeld, wie geht die aus, die Sitzung. Hm. Ist jetzt, der wird ja Stecker gezogen oder nicht. Und der haftet im Prinzip insbesondere, weil in so einer Situation immer das Thema ist Kündigung zur Unzeit. So, und in dem Moment, wo eine Kündigung zur Unzeit von der Bank ausgesprochen wird, haftet die am Ende, wenn Insolvenz ist, für den Schaden und hat einen langen Rechtsstreit hinter. Und deswegen will keiner Poolführer werden. Ja. So. Und jetzt kommt die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, wo ich die Zinsen nachbezahlt habe. Das war also die Situation, es hatte sich rumgesprochen, dass keiner Poolführer werden will, dass sich dieser Bankdirektor an den Mitarbeiter von der Dresdner Bank, war das damals, der in diesem Pool saß, gewendet hat und hat gesagt, wenn keiner Poolführer werden will, dann müssen Sie das machen. Ich habe den Franz kennengelernt, der ist vertrauenswürdig und ich weiß nicht, ob er ihm jetzt diese Geschichte mit den Zinsen bezahlt hat, aber wegen dieser Geschichte hat er den angerufen, dass er, wenn kein anderer das macht, Poolführer machen muss. Hm. So, und da sage ich jetzt, ich habe damals 20.000 D-Mark bezahlt, die mir schwer gefallen sind, ist mir nicht leicht gefallen. Und habe am Ende Millionen wirklich Forderungsverzichte von den Banken realisieren können und kann nur sagen, Gott lässt sich nichts schenken. Hm. Nicht? So, aber jetzt kommt noch eine Information, die keiner weiß normalerweise. Hm. Wie ticken jetzt die Banken, wenn einer seinen Kredit nicht bezahlen kann? Hm. Und man muss unterscheiden zwischen Zins und Tilgung. Hm. Und die Banken, für die ist die Welt in Ordnung, solange jemand seine Zinsen bezahlt. Hm. Aber wer, er bezahlt seine Tilgung nicht. So, also es ist normalerweise kein Problem, wenn ich als Kunde, Bankkunde Schwierigkeiten habe mit der Kreditrückzahlung, zu sagen, ich möchte jetzt mal 2 Jahre mit einer Tilgung aussetzen, ich habe die und die Notsituation und die Perspektive, dass es danach dann wieder geht, dann sagt normalerweise jede Bank, kein Problem, machen wir. Hauptsache, sie kriegen ihre Zinsen. Aber wehe, die Tilgung läuft nicht. In dem Moment, wo die nicht mehr läuft, und zwar, ich glaube, 2 Monate nicht läuft, dann sind die Banken verpflichtet, diesen Kredit wertzuberichtigen. So, und über den Bilanzstichtag, was ja bei den meisten 31.12. ist, schreiben die dann den Kredit ab. Und keiner weiß, wie hoch die den abschreiben. Aber was ich inzwischen weiß, ist, dass es immer mindestens 50% ist, aber meistens
zwischen 70% und 80%. So, und jetzt muss man eins wissen, wenn man jetzt nicht mehr den Kredit normal bedienen kann, dann wechselt man von einer normalen Abteilung, Kreditabteilung der Bank, in die sogenannte Restrukturierungsabteilung oder Sanierungsabteilung, das heißt auch unterschiedlich bei den Banken. Ja. So, und dann gibt es nur noch einen Kurs der Bank, die Bank will diesen Kunden loswerden. Ja. Die schreibt sehr unfreundliche und unhöfliche Briefe, dass man schlecht schläft. Ja. Aber es gibt einen Leiter in dieser Abteilung und der bekommt eine Prämie für jedes Geld, was er reinholt, was über dem abgeschriebenen Kreditbetrag liegt. Okay. Also nehmen wir mal an, jetzt 1 Million Kredit, die Bank schreibt 70% ab. Dann stehen noch 30% in den Büchern. Mhm. Wenn die Bank jetzt einen Forderungsverzicht von 50% macht, dann macht die Bank gleichzeitig einen außerordentlichen Ertrag, Differenz zwischen 30 und 50, sind 20%. Ja. Und dann kriegt der Leiter der Restrukturierungsabteilung eine Prämie. Mhm. So, und das muss man wissen. Man muss nur eben diese Geduld haben, dass die Bank erstmal abgeschrieben hat. Aber wenn sie abgeschrieben hat, dann hat man so gut wie sicher den Forderungsverzicht. Mhm. So. Ich will nicht verschweigen, dass man seine Hosen runterlassen muss bei der Selbstauskunft und die ganz genau gucken, ob es was zu holen gibt und welche Sicherheiten, Verwertung und so weiter. Da habe ich persönlich also auch Wunder erlebt von Gott, vom Timing und so weiter. Das erzähle ich jetzt hier nicht, würde zu weit führen. Es ist nicht so, dass man jetzt, die Banken sind nicht dumm, nicht? Also dass man jetzt Spielchen machen kann mit den Banken und vorne. Aber wenn man das durchschaut hat und eine gewisse Erfahrung, ich kenne jemanden, der sagt, wenn mir eine Bank dumm kommt, ich weiß jetzt, wie es geht. Nicht? Also, ja. Man muss wissen, man schläft schlecht, wenn man in einer Restrukturierungsabteilung ist, aber am Ende bekommt man in der Regel einen nennenswerten Forderungsverzicht. Das klingt ja nach einem Buch, das noch aussteht, zum Umgang mit Fremdkapitalgebern und Bankenfinanzierung. Jetzt würde ich mich mal einen anderen Punkt noch interessieren, und zwar bist du ja in die Wirtschaft eingestiegen, da warst du jetzt noch kein Christ und später dann bist du es dann geworden. Und ich kenne ja auch relativ viel, auch in meinem Elternhaus Christen. Und häufig ist es ja so, dass das selbstständig machen, das Unternehmersein doch schon, weil du auch gesagt hast, der Unternehmer hat in Deutschland noch einen schlechten Ruf, gerade ja auch bei den Menschen, die spirituell sehr stark orientiert sind, auch eher so einen kleinen Hauch von schimmeligen Käse hat, dass jemand der anderen Leute was wegnimmt oder wo auch immer diese Gefahr ist, dem Geld hinterher zu rennen, also diesen Mammon oder wem die nicht jetzt endlich. Was würdest du denn jetzt sagen als jemand, der aus der Praxis kommt, der, du kennst ja beide Seiten, Unternehmer sein als nicht spirituell ausgerichteter und doch jetzt auf einen klaren Weg gefunden zu haben, ist das dann machbar, denkbar, so überhaupt vorzugehen, dass Mammon nicht Gott Nummer eins ist, also dieses Streben nach Geld und trotzdem als Unternehmer erfolgreich zu gründen und zu sein? Naja, die Antwort ist die Entscheidung, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich muss mich entscheiden, will ich Gott dienen oder Mammon? Man kann die Frage auch umgekehrt sagen, nicht, diene ich dem Geld oder dient das Geld mir? Das ist am Ende eine Entscheidung, die ich persönlich treffen muss und die natürlich Konsequenzen hat. Aber ich sag's mal, ich drück's mal fromm aus. Mir hat mal einer gesagt, ganz am Anfang meines Weges, da war ich noch auf der Suche, da war ich noch kein Christ, der hat mal gesagt, ich soll von der These ausgehen, dass es Gott gibt. Und wenn es Gott gibt, dann ist doch die Bibel Gottes Wort und dann will Gott durch sein Wort, durch die Bibel zu den Menschen sprechen. Und wenn ich die Erwartungshaltung haben kann, Gott, wenn es dich gibt, lass mich verstehen, was du durch dein Wort in meine persönliche Lebenssituation hinein sagen willst. Und versucht es dann, was er dir klar macht, mit Gottes Hilfe umzusetzen. So, das habe ich versucht und von da an wurde Bibellesen für mich spannend. Und dann habe ich entdeckt, dass Gott unglaublich viele Versprechen macht für die Menschen, die ihm vertrauen und die Gott lieben. Mhm. Unter anderem eben, dass er sie immer versorgen wird mit allem, was sie brauchen. So, er verspricht nicht, dass es auf dem Niveau des Luxus ist, aber ich brauche als Christ nicht Angst haben, dass ich hungern muss,
dass ich frieren muss, dass ich kein Dach über dem Kopf habe, dass ich keine ordentliche Kleidung habe, denn das verspricht er mir in Matthäus 6. Hm. So, und wenn ich es nicht habe, gilt Römer 8, 28, dass er aus der Situation was Gutes macht, was sonst nicht wäre. Ist jetzt fast lieblos, das also in dieser kurzen Zeit zu sagen. Aber der Schlüssel ist ja am Ende das Kreuz von Jesus. So, und ein Satz, der damals vielleicht auch ein Faktor war, dass ich dieses Vertrauen zu Gott nahe und zu Jesus gefunden habe, war, dass als Jesus rief am Kreuz, es ist vollbracht, da hat er auch an dich gedacht. So, der Satz, der hat mich nicht mehr losgelassen. Und als ich dann irgendwann mal das für mich angenommen habe, dass Gott auch mir geschenkt hat, dass sein Sohn für mich gestorben ist, habe ich diese Erkenntnis bekommen, das war aber auch ein Prozess, der mehrere Jahre ging, dass wenn Jesus für mich gestorben ist, gehört ja nicht mehr mein Leben mir selbst, sondern dem, der für mich gestorben ist. Und wenn ich diesen Erkenntnisstand habe, dass alles, was ich bin und habe, von Gott ist, dann gehört ja auch die Firma zum Beispiel Gott und nicht mehr mir selbst. So, und dadurch bekomme ich eine ganz große Gelassenheit, wenn Schwierigkeiten sind, dass ich sagen kann, Gott, das ist ja deine Firma. Du musst ja wissen, was du mit deinem Eigentum machst. Und heute bin ich eben auch tatsächlich so weit, dass ich, wenn ich Entscheidungen treffe, Gott fragen, wie willst du, dass ich entscheide? Hm. Ist ja deins. Hm. Und vielleicht so eine kleine Geschichte, wann ich gemerkt habe, ich bin auch mal richtig in den Wald gegangen, habe in einem Gebet alles übergeben, was ich habe, an Gott, habe gesagt, das gehört alles dir, es ist alles deins. Ich will jetzt nur noch ein guter Verwalter sein von dem, was du mir anvertraust. Hm. Also nicht nur materiell, auch meine Zeit, meine Fähigkeiten, mein Netzwerk und so weiter. Und zwei Tage oder drei Tage, nachdem ich dieses Gebet im Wald gesprochen hatte, baue ich mit meinem ganz neuen Wagen, der war zwei Tage alt, in der Tiefgarage bei uns im Bürogebäude, einen Riesenschaden durch meine Dummheit. Und da habe ich in dem Moment, früher habe ich immer so, wenn beim neuen Wagen ein Kratzer war, ich fast einen Herzinfarkt bekommen. Und dann war, habe ich in dem Moment habe ich nur gedacht, naja, Jesus, du musst ja wissen, was du mit deinem Eigentum machst. So, und da hatte ich gemerkt, dass ich dieses verinnerlicht hatte. Gott ist der Eigentümer und ich bin Verwalter. Ja. Ja. So, und das ist der große Unterschied. Nicht? Vorher bin ich im Grunde genommen derjenige, der immer darauf achtet, dass Planzahlen erreicht werden, dass Gewinne maximiert werden, dass die Banken zufriedengestellt werden, eventuell eben Kapitalgeber mit Gewinnausschüttungen und so weiter. So, und heute geht es mir nur noch darum, ist Gott zufrieden oder nicht? So, und das sind zwei Welten und zwei unterschiedliche Lebensentwürfe. Und ich kann nur sagen, die zweite Variante bringt eben eine Lebensqualität durch diesen inneren Frieden, durch diese Gelassenheit, die eben andere, die eben angstgesteuert sind, eben nicht haben können. Das ist ja auch in der Umgangssprache jedem geläufig, dass das letzte Hemd keine Taschen hat, der Sarg keine Regale und dass es nicht viel wert hat, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Ja. Und da ist es ja so, dass tatsächlich diese Haltung, die du hast, hast du auch mal einen Prospekt, der mich beeindruckt hat, auch mal niedergeschrieben. Und zwar hast du den Titel gewählt, Angstfrei Unternehmer sein. Mhm. Ja, das ist so ein Motto von der FBG. Nicht? Ja. Das ist auch so ein Projekt, nachdem ich dann Spülmax verkauft hatte, haben wir eine Unternehmergenossenschaft gegründet. Ja. Wo mit einer ganz kleinen Zielgruppe, nämlich mit gläubigen Unternehmern, die denen es wichtig ist, dass christliche Werte in der Wirtschaft multipliziert werden und die diesen Verwalterschaftsgedanken, den ich eben erklärt habe, nach vorne bringen wollen. Ich habe also persönlich noch nie eine Predigt darüber gehört, zum Beispiel. Und wir haben gerade junge Unternehmer, wenn sie gläubig sind und ein Unternehmen starten wollen, dann versuchen wir denen einfach diese Alternative aufzuzeigen, dass es auch die Möglichkeit gibt, eine Firma nach biblischen Grundsätzen zu gründen, was zum Beispiel eben auch eine gemeinnützige Firma sein kann, Stiftung oder auch eine GmbH oder gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und Gott versorgt, das heißt, man kann auch da einen guten gutes Angestellten, Geschäftsführergehalt bekommen und so weiter, aber da ist eben das Ziel, nicht in erster Linie reich zu werden, sondern in erster Linie mitzuhelfen, dass Gottes Plan zum Tragen kommt oder vielleicht auch Gottes Reich wächst oder was auch immer dann die Motivation ist. Das ist ja gerade auch jetzt in den aktuellen politischen Zeiten nach Corona und mitten im Ukraine-Krieg ja auch ein wichtiger Punkt, dass man das Böse ja nicht mit noch Böserem
vergilt, sondern das Böse durch das Gute überwindet. Und da haben wir in einem unserer Mentoring-Sitzungen auch drüber gesprochen. Und da will ich an dieser Stelle auch nochmal offiziell nochmal auch Danke sagen, dass du mich ja seit vielen Jahren auch im Rahmen der FPG ja begleitest, was ja eine Aufgabe auch dieser Genossenschaft ist, Menschen, die Unternehmer sind, genau diese Beiratsfunktion ja auch zu nehmen. Und da haben wir auch über das Thema Gut und Böse ja uns unterhalten, dass ja das wirklich Gute letztendlich ja auch derjenige praktiziert, der nicht nur seinen eigenen Willen im Fokus hat und über den Willen anderer hinweggeht oder sogar gegen den Willen anderer Menschen vorgeht, sondern der alle Willen und Interessen, also nicht nur aller Menschen, sondern auch der Schöpfung insgesamt, ja berücksichtigt. Und das hat mir auch so ein bisschen geholfen, auch diesen Wechsel hinzubekommen von oder diese Klarheit zu bekommen, zwischen wem diene ich jetzt, ja, dem Mammon, hat für mich ganz klar den Fokus auf, was ist mein Vorteil, wie kann ich wie Dagobert Duck in seinem Geldspeicher das Geld immer weiter anhäufen, um dann der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein, sondern eher dann dahin zu wechseln, dass das Gegenteil letztendlich ja ist. Und das ist natürlich auch spirituell oder Beziehung zu Gott ganz wichtig, dann zu sagen, dass der hat natürlich das Gute für alle Lebewesen, hat er alle gemacht im Fokus. Das wird kein Mensch wahrscheinlich hinbekommen. Aber wenn ich so ein Unternehmen führe, dann kann sich der Kunde relativ sicher sein, dass sein Nutzen mindestens berücksichtigt wird, wenn nicht sogar im Vordergrund steht. Was bei anderen Unternehmen, ob es jetzt Zigarettenindustrie ist oder was da noch so an Produkten angeboten wird, ja nicht unbedingt der Fall ist. Und da habe ich gleich auch eine Frage an dich. Wie wichtig hältst du denn diese persönliche Mentorenschaft oder diesen Beirat? Das ist ja eine Dienstleistung, die ihr auch anbietet oder die du auch anbietest bei der FPG. Was hat dich denn dazu gebracht, dieses Angebot zu geben? Und auch die Ausbildung zu solchen Beiräten auch mit zu organisieren. Ja, würde ich mal jetzt sagen, das war Führung von Gott, dass wir auch zum Beispiel diesen Thomas Kunz aus der Schweiz, eine Schule für biblische Geschäftsprinzipien, kennengelernt haben, der dann mit seinem 4C-Ansatz uns ein Werkzeug an die Hand gegeben hat, wie wir wirklich innerhalb von kürzester Zeit Handlungsfelder und Optimierungsfelder sowohl im persönlichen als auch im geschäftlichen Bereich aufdecken können. Nicht? Und der hat halt diese Bereiche Kompetenz, Calling, Berufung, Kontext, also Umfeld, Umgebung und Charakter. Und das unterteilt in persönlich und geschäftlich. Und mit diesem Ansatz haben wir verschiedene Beiräte geschult und das hat sich ich sag mal, das ist wirklich keine Methode eigentlich, weil ganz viel, wenn das Christen miteinander machen, ganz viel unter Leitung des Heiligen Geistes geschieht. Ne? Aber ja, das ist eher Gottes Führung. Das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Dann ist natürlich eine Frage, die sich unsere Zuschauer stellen, auch lohnt es sich überhaupt in den Zeiten jetzt, in den Krisen, wir haben ja gerade die Pandemie, die vielleicht so hoffentlich bald zu Ende geht. Wir haben die Ukraine, den Krieg, wo noch keiner die Auswirkungen kennt. Und da ist natürlich schon der Gedanke nahe, wenn ich jetzt einen Arbeitsplatz suche, dann suche ich mir was Sicheres bei der Post, Rentenversicherung oder Finanzamt. Da wird immer das Geld sehr wahrscheinlich bis zum Schluss bezahlt, was als Selbstständiger, wenn ich jetzt Gastronomie oder andere Menschen orientierte Dienstleistung anbiete, was ja dann eher Personal Trainer und so weiter immer in Gefahr war und auch noch ist. Würdest du denn jetzt sagen, dass es noch sinnvoll ist, sich selbstständig zu machen als oder Unternehmen zu gründen? Oder wie siehst du das aus deiner Perspektive? Naja, es ist ganz schwer, da eine generelle Antwort zu geben. Aber ich würde mal sagen, in Deutschland gebe ich dir recht, da haben also Beamte noch bis zuletzt zu erwarten, dass sie ihr Geld bekommen. Aber das ist in anderen Ländern durchaus nicht so. Nicht? Da bekommen Leute im öffentlichen Dienst eben nicht ihren Lohn regelmäßig, nicht? Weil der Staat nicht das Geld hat. Nicht? Aber das nur am Rande. Ich glaube, auch jetzt in der Corona-Krise gab es vor kurzem mal eine Auswertung, dass immerhin 6% der Unternehmen Krisengewinnler sind. Nicht? Also die in der Krise halt große Zuwachsraten erreicht haben, aus verschiedensten Gründen. Nicht? Teilweise auch nicht unbedingt geplant, aber eben 6%. So. Und das ist ja eine nennenswerte Zahl. Das sind Tausende von Unternehmen, wenn man mal überlegt, wie viele Unternehmen es insgesamt gibt. Und so glaube ich, dass es in jeder Zeit diese Chancen gibt, etwas aufzubauen.
und komme wieder auf den Anfang zurück, nicht? Wenn ich da eine Vision habe, eine Berufung und ein gutes Team, nicht? Und natürlich eine Idee, die soll man nicht vernachlässigen. Ich habe das vorhin so ein bisschen relativiert, dass es Ideen wie Sand am Meer gibt, aber die gute Idee ist natürlich schon wichtig, nicht? Ja. Ja. Also ich würde sagen, Martin Luther hat das ja immer gesagt, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, dann würde ich heute noch einen Baum pflanzen, nicht? Ja. Und das würde ich auch machen. Ja. Und jetzt haben sich ja viele Zeiten geändert, auch weil du am Anfang gesagt hast, das Marketingwissen ist wichtig, das Vertriebswissen ist wichtig, den besseren die bessere Verkaufsstrategie zu haben. Was würdest du denn heute auch in diesen Zeiten, dass sich ja mehr offline auch in online gewandelt hat, dass wir fast schon hybrid arbeiten, also beide Welten, virtuelle und reale Welt, zusammenbringen müssen. Was würdest du denn heutzutage so als Tipp mitgeben, wenn jemand sagt, ich möchte mich gut vorbereiten, wie kann er das tun oder welche Ressourcen sollte er sich auf jeden Fall oder auch Teammitglieder sozusagen organisieren, damit er an den Start gehen kann? Also Marketing ist auf jeden Fall ein Schlüssel und da spielt natürlich die Entwicklung im digitalen Bereich eine Riesenrolle. Und da gibt es inzwischen Spezialisten, und da bist du ja einer davon, die genau wissen, mit welchen Maßnahmen sie welche Wirkung erzielen im Internet. Und diese Spezialisten, die muss man sich ins Boot holen. Und die kosten auch was, aber in der Regel sind sie ihr Geld wert. Natürlich gibt es überall Scharlatane, aber darauf würde ich ganz stark bauen, dass ich eben Spezialisten, die wirklich die neuesten Entwicklungen im Blick haben und Erfahrungen auch damit haben, die würde ich mit ins Boot holen. Und grundsätzlich immer versuchen, wenn ich in irgendeiner Branche bin, mehr Geld für Marketing und für IT auszugeben als der Durchschnitt. Und ich will vielleicht mal ein Beispiel sagen. Bei Amazon, als der angefangen hat, da haben die ja riesige Verluste gehabt und haben, wenn ich es richtig weiß, durchschnittlich im Jahr 8% für IT-Entwicklung ausgegeben. So, der Durchschnitt war damals aber so um die 2%. Alle Unternehmen, Anteil, haben 2% ihres Umsatzes für IT Amazon hat 8%. So, und dadurch, dass er das ein paar Jahre nur gemacht hat, 3-4 Jahre, hat er einen Vorsprung gehabt, der war uneinholbar. Und dadurch ist er quasi Weltmarktführer geworden. Gut, dass er jetzt die ganze Welt erobern will, das ist nochmal eine andere Sache. Aber da war der Schlüssel, dass er dieses Geld trotz hoher Verluste genommen hat, um die IT-Entwicklung besser zu haben als alle anderen. Und das ist ja auch so, nicht? Also man kauft am liebsten, weil es am bequemsten ist, bei Amazon ein, obwohl es natürlich tödlich ist für den Einzelhandel und man nur in allergrößter Not bei Amazon einkaufen sollte, wenn es woanders nicht gibt. Aber er hat es geschafft. Also. Und da ziehe ich auch meinen Hut vor. Also. Einer meiner Lieblingsfragen, die ich auch vielen Menschen gestellt habe, die in den Berufen tätig waren, in denen ich tätig war. Also ich habe mir damals so eine Frageliste gemacht und dann bin ich dann zu den Soldaten gegangen oder auch zu den Kriminalpolizisten oder auch den angestellten Führungskräften, die ich damals erlebt habe, habe immer gefragt, die standen schon am Ende ihrer Karriere, würden sie den Weg nochmal gehen, wenn sie die Entscheidungswahl hätten, so als, weiß nicht, Kriminalpolizist bei der Berliner Kriminalpolizei zu starten oder als angestellter Vorstand bei der Hüst AG. Damals hatte ich mit Herrn Medon mal das Gespräch. Und das war meine Frage auch dich. Wenn du jetzt zurückguckst, würdest du nochmal diesen Weg als Unternehmer nochmal gehen oder würdest du sagen, nee, lieber entspannter bei der Rentenversicherung? Mich würde mal interessieren, was haben denn die anderen geantwortet überwiegend? Fast alle haben gesagt, dass sie es nicht nochmal machen würden. Und das war auch ein Grund für mich, dann immer wieder meine Arbeitsverhältnisse oder die Karrieren, die ich dort hatte, auch zu verlassen. Also das wäre meine Antwort auch. Ich würde es auch nicht nochmal machen. Also am Anfang habe ich mich selbstständig gemacht. Das war wirklich, wenn es dem Esel zu gut geht, begibt er sich aufs Glatteis. Und ich habe nachher jahrelang 100 Stunden die Woche gearbeitet. Und wenn man überlegt, wie viele Stunden eine Woche hat, und dass man 8 Stunden schläft, dann bleibt da keine Zeit mehr für Frau und Kinder. Und wenn man dann aber unterm Strich Verlust hat, nicht? Und das war bei mir in den Anfangsjahren, ich habe mehr gearbeitet als fast alle anderen und habe unterm Strich Verlust. Nicht? Das war schon bitter. Und das hat mich dann auch die erste Ehe gekostet. Nicht? Das ist natürlich, die Frau dann irgendwann
ja, gegen meinen Willen, muss ich dazu sagen, sich hat scheiden lassen, weil sie jemanden gefunden hat, der mehr Zeit für sie hatte, nicht? Und das ist eben ein Preis, den ich bezahlt habe, wo ich dann schon frage, ist das den Preis wert? Und die Antwort ist nein. Nicht? Es gibt Wichtigeres im Leben. Wenn sich jetzt jemand heute selbstständig macht und dort in die Existenzgründe begibt, was würdest du dem dann sagen, was dann gegeben sein müsste oder darauf achten sollte, dass dieser... Na gut, das sagen wir mal so. Wenn jemand nicht auf sein abendliches Fernsehprogramm verzichten möchte, der sollte sich nicht selbstständig machen. Also, dass er mehr arbeiten muss als ein normaler Angestellter, und zwar viel mehr, das muss er schon vorher klar haben. Aber ich sage mal, das ist auch nicht schlimm, weil normalerweise einem die Arbeit Spaß macht. Und dann kommt es nicht auf die Stunden an. Aber wenn man jetzt gerade, wenn man Familie hat, dann muss eine Perspektive da sein. Das sind jetzt 2, 3 harte Jahre, aber dann habe ich auch Zeit für Frau und Kinder. Und wenn man die Perspektive aber nicht hat, nicht, dann ist es ein Problem, ein ernsthaftes Problem. Aber ich will mal bei der Gelegenheit auf etwas anderes hinweisen, wobei wir das in Deutschland überhaupt nicht im Blick haben. Die Leute im Silicon Valley in USA oder auch in China, die sind gewohnt, 80, 90 Stunden die Woche zu arbeiten. Die sind sehr materialistisch, nicht? Ist keine Frage, Mammon gesteuert. Aber Fakt ist, wenn sie gerade, weil es ja immer mehr um Softwareentwicklung geht und so weiter, künstliche Intelligenz und so weiter, die sind dadurch, dass die doppelt so viel arbeiten, auch doppelt so schnell in ihren Entwicklungen. Und deswegen ist Deutschland in dieser Entwicklung der Zukunftstechnologien so weit hinten, dass wir schon gar keine Chance mehr haben. Also jetzt könnte ich ein bisschen meine Gedanken zur globalen Entwicklung sagen, aber dass wir mit unserem Angestellten denken und 40-Stunden-Woche und am liebsten nur noch 4-Tage-Woche und 35 Stunden und so weiter, was ja jetzt auch wieder ein größeres Thema wird, das ist im internationalen Vergleich geradezu lächerlich. Also ein Selbstständiger darf so nicht denken. Genau, das ist dann der Unternehmer hat eine 40-Stunden-Woche, die ist am Mittwoch vorbei, dann kommt die zweite. Ja, jetzt habe ich Sie ja kennengelernt, aber auch schon als einen Menschen, der aus der Unternehmerkarriere ganz viele Vorteile auch aufgebaut hat. Und das ist ja nicht nur die finanziellen Ressourcen, die du hast, sondern du hast ja auch viele Kompetenzen entwickelt, die eher selten zu finden sind in Bezug auf Selbstmanagement, Selbstorganisation, Verhandlungstechnik, Umgang mit Konflikten, Resilienz. Also da würde ich mal sagen, bist du ja auf fast allen Skalen eher ganz weit oben auf einer Skala von 1 bis 10, was ja auch mit Sicherheit durch die Erfahrung ja auch sich entwickelt hat. Plus, du hast ein großes Netzwerk und entsprechenden Einfluss und Bekanntheit. Also kannst viel mehr Türen auch öffnen, wo der Autonomalverbraucher gar keine Chance hat, normalerweise reinzukommen. Und, ja gut, das ist jetzt natürlich, wenn ich alt bin, dann habe ich das über Jahrzehnte so aufgebaut, nicht? Ja. Das ist einfach eine Frage von vielen Jahren und Alter und Erfahrung. Ja. Wobei ich sage, Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen. Nicht? Erfahrung kann man nicht herbeigoogeln. Ja. Das würde ich nochmal auch als wichtigen Satz ansehen. Ja. Und das ist auch etwas, was das Unternehmerleben ja dann auch bieten kann, neben dem finanziellen Wohlstand auch diese Persönlichkeitsentwicklung, diese Menge an Erfahrung. Wie wichtig schätzt du das dann jetzt im Rückblick ein, diese Ausbildung genau durchlaufen zu sein, die ja heute man ja vergeblich sucht. Naja, also sagen wir mal, ich habe vielleicht 3 richtig schwere Krisen in meinem Leben gehabt, und das eine war eben diese Scheidungsphase von meiner ersten Frau, die ich nie wieder wiederholen möchte, diese Phase. Und das zweite war eben, wo ich alles verloren hatte. Das waren ja auch 3 unglaublich schwere Jahre, die ich nicht unbedingt normal brauche in meinem Leben. Ich hoffe, dass Gott mir das erspart, wobei wir gar nicht wissen, jetzt in der aktuellen Situation, noch 4 Wochen hätten wir einen Krieg in Europa für unmöglich gehalten. Jetzt haben wir in der Ukraine, wenn ich es richtig weiß, ist Deutschland gerade gestern bei der Russen als auf die Feindesliste gekommen. Und ein Krieg ist plötzlich auch in Deutschland denkbar, nicht? Also deswegen, meine Gedanken sind eher nicht
dass ich nicht mein Herz an irgendwas Materielles denke. Uns geht es unglaublich gut und ich nehme das aber überhaupt nicht als selbstverständlich und danke dafür Gott jeden Tag, aber ich weiß nicht, ob das wirklich erst bis zum Lebensende so bleibt. Aber ich habe auch keine Angst vor, weil Gott verspricht mir, mich zu versorgen, dass ich keinen Hunger haben muss, nicht frieren muss und so weiter. Aber ich weiß nicht, ist das jetzt eine Antwort auf deine Frage? Ja, das ist die Frage, was das letztendlich wert? Also ich persönlich habe bei mir in meiner Selbstständigkeit nach ein paar Krisen irgendwann auch festgestellt, dass es gar nicht mehr darum um den finanziellen Erfolg so geht oder um das, was andere denken, sondern dass die Beziehungen, die daraus entstanden sind und die Fähigkeit, Beziehungen zu gestalten, dass das etwas ist, was mich von meinen Kollegen, die jetzt als Beamter bei der Bundeswehr oder bei der Polizei geblieben sind, alle nicht haben. Die sitzen mit Menschen in Streifenwagen oder in Panzern, die sie eigentlich nicht wirklich mögen. Die sind dann in irgendwelchen Zweckgemeinschaften, Sportvereinen oder setzen sich in virtuelle Gemeinschaften vor Netflix oder ans Internet, in soziale Gemeinschaften, Facebook. Aber die erleben wirklich echte, tragfähige Beziehungen nicht und auch das Potenzial, nicht Beziehungen zu gestalten. Und bei dir, für mich bist du ja auch ein Vorbild. Du hast so viele gute Beziehungen und tragfähige Beziehungen und bist da auch dann häufig auch in der Führungsposition. Das ist ja etwas, was der, ich sag mal, normale Mensch, Bürger gar nicht so erlebt. Ja. Naja, also da hast du völlig recht. Ich habe, das ist aber auch ein Geschenk. Jetzt gerade als Christ bin ich in der christlichen Szene in Deutschland so reingewachsen, dass ich unglaublich viele großartige Menschen kennengelernt habe, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Mhm. Und das empfinde ich also als großes Privileg. Und wenn ich auch so überlege, wer hat mich am meisten geprägt? Gut, dann war das einmal ein Chef in meiner Jugend, von dem ich kaufmännisch sehr viel gelernt habe und der mich vielleicht auch ein Stück so gefördert hat, weil er immer gewünscht hat, dass ich dass sein Sohn so wäre, wie ich bin. Dadurch hat er mich wahrscheinlich sehr gefördert. Aber ansonsten bin ich sehr geprägt worden von wirklich, ich sage das mal, gläubigen Gottesmännern, von denen ich also unglaublich viel gelernt habe auch und auch dieses im Vertrauen auf Gott zu leben und den Weg zu gehen, das ist schon ein Geschenk. Aber wenn ich jetzt die Frage, was ist wirklich das Wichtigste, abgesehen mal davon, dass dieses Vertrauen zum Gott, dann würde ich sagen, ist es Familie und Beziehung. Hm. Nicht? Also das ist, du kannst die wichtigen Sachen im Leben nicht mit Geld kaufen. Nicht? Hm. Also Liebe, Freundschaft kannst du nicht wirklich kaufen. Hm. Aber das ist das, was wirklich das im Leben zählt. Wenn wir jetzt so langsam zum Ende auch kommen unseres heutigen Beitrags und unsere Zuschauer und Zuhörer so für sich überlegen, was wäre so hilfreich oder auch ein Tipp, den du so als Fazit aus deiner Unternehmerkarriere Menschen, die ganz am Anfang stehen, mitgeben würdest? Was würdest du denen mitgeben, so als Motivation, Inspiration? Na, jetzt muss man wieder unterscheiden zwischen ganz normalen säkularen, da würde ich sagen, Vision, Berufung, Team und Beirat und idealerweise eine hohe Eigenkapitalquote. Hm. Wenn ich eine Eigenkapitalquote von 50% habe, bin ich nicht mehr abhängig, nicht wirklich Abhängigkeit von Banken. Hm. Wenn mir einer dumm kommt bei den Banken, dann kann ich immer mir eine andere Bank suchen bei 50% Eigenkapital. Ja. Also das ist vielleicht noch so ein Hinweis, möglichst mit einer hohen Eigenkapitalquote unterwegs zu sein. Und ansonsten halt du drückst es mal mit der spirituellen Seite aus, für sich klären die Frage nach Gott. Und das kann auch, wenn man bisher jetzt, manche sind ja im kommunistischen Umfeld groß geworden, da sind von klein auf geimpft worden, damit es keinen Gott gibt oder Evolutionstheorie stimmt. Da würde ich sagen, jeder sollte für sich versuchen, diese Frage einmal wirklich zu klären und vielleicht sogar über einen Religionsvergleich. Nicht? Also warum kann ich ja mal gucken, was sind die wichtigsten Aussagen im Hinduismus, im Buddhismus, im Islam, im Christentum. Und alle, die ich kenne, die das gemacht haben, die werden Christen. Hm. Und zwar aus einem einfachen Grund. Es gibt, weil Christsein ist keine Religion. Hm. Fragt man stutzt, wieso ist Christsein keine Religion? Und die Antwort ist, weil Christsein ist Beziehung mit Gott.
Ich muss nicht wie in allen anderen Religionen immer irgendwelche guten Taten tun, um mir einen Gnädigen Allah zu verdienen, sondern ich vertraue Gott und habe eine Beziehung durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, und das habe ich als Geschenk angenommen. Und ich lebe in einer Beziehung mit Gott, und durch den Heiligen Geist kann ich mit Gott kommunizieren und habe die Gewissheit, und das ist der große Unterschied, die Gewissheit, dass ich in der Ewigkeit bei Gott sein werde. Die Gewissheit des ewigen Lebens, wenn man es fromm ausdrückt. So, und also dieses ewige Leben fängt hier schon an. Das heißt, in der Bibel steht, wer Jesus als seinen Herrn hat, der hat das ewige Leben. Das heißt, das fängt jetzt schon an, und der Tod ist nur noch so ein Hinübergleiten in eine andere Daseinsform. Das heißt, also ich habe wirklich Vorfreude auf den Himmel. Dann hat auch hier die Plackerei ein Ende. nicht? Also diese Gewissheit in der Ewigkeit, und das über, wenn ich das nochmal sagen darf, ich habe ganz am Anfang erzählt, dass wir unsere Tochter verloren haben. Ich glaube, wir würden verrückt werden, wenn wir nicht diesen Trost hätten, sie war nämlich auch gläubig, dass wir sie in der Ewigkeit wiedersehen werden. So, und das, nicht die Frage, was trägt, wenn nichts mehr trägt, dann ist das eine Antwort, nicht? Dass ich diesen Glauben, diese Gewissheit habe. Und ich verstehe zum Beispiel nicht, wenn es heißt, pro Jahr konvertieren circa 2000 Deutsche zum Islam, ja, überhaupt Christen. Die können gar nicht Christen gewesen sein, denn wenn ich den Heiligen Geist habe und habe die Gewissheit, dass ich in der Ewigkeit bei Gott bin, dann tausche ich das doch nicht ein für die Gewissheit, das wissen viele gar nicht. Im Koran steht, dass alle Gläubigen erstmal in die Hölle müssen. So, und dann ist es eine Frage von, dass sie im Gnädigen Allah vertrauen, dass es nicht da ist, wo es besonders qualvoll ist oder nicht so lange ist oder so. Aber alle müssen erstmal in die Hölle. Also wenn ich die Gewissheit des ewigen Lebens habe, tausche ich die doch nicht ein für die Gewissheit, in die Hölle zu kommen. Nicht? Also ist doch absurd. Ja, das gilt leider ja nicht nur für Mitglieder, sondern auch für viele Führungskräfte in den Kirchen, dass sie ja dort, dass da vielleicht Christ draufsteht, aber nicht unbedingt drin ist, sondern heißt es ja nicht umsonst, an den Früchten wird man sie erkennen. Und das gilt natürlich auch als Unternehmer, dass man dort auch dann merkt, dass man auf dem richtigen Weg ist, dass die Früchte das auch zeigen. Das sind dann ja auch der Überschuss, der bleibt, und auch das Unternehmen, was wächst und Menschen dient, wo zufriedene Kunden sind, wo zufriedene Bewertungen da sind. Und das hast du gezeigt, und ich danke dir auch, dass du dein Wissen aus vielen Jahren, Jahrzehnten auch heute geteilt hast. Und du hast ja auch gesagt, dass du weiter dort aktiv bist, auch unternehmerisch, auch wenn über ein gemeinnütziges Unternehmen, und bedanke mich hiermit auch gerne im Namen unserer Zuhörer und Zuschauer. Und wenn dir das Video, der Podcast heute gefallen hat oder auch die Audiospur, die du jetzt hörst, dann lade ich dich gerne ein, jetzt das Video auch zu liken, den Kanal zu abonnieren. Vergiss nicht, die Glocke auch anzuklicken. Dann kriegst du nächstes Mal auch wieder Infos, wenn wir neue Veranstaltungen haben. Und wenn du weitere Informationen haben möchtest oder auch wissen möchtest, wo das Haus Coeo ist, Shop der guten Taten ist der Name, dann findest du unter dem Video auch einen Link dazu. Und für weitere Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Weg in die Selbstständigkeit. Bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank, dass du heute hier warst. Gerne. Danke für die Möglichkeit.